Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 179. Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Na, ihr da draußen, merkt ihr eigentlich irgendwelche Klangunterschiede? Ich nehme irgendwie seit letzter Woche über ein iMac auf und bin damit über ein MacBook und bin damit eigentlich überhaupt nicht so sehr zufrieden. Muss ich jetzt ganz ehrlich bemerken, nichts. Es klingt gut wie immer. Ja. Also dafür, dass wir mit so einem Equipment, also was wir haben kein eigenes Studio. Was heißt mit so einem Equipment? Hallo Razer, ich nehme mit eurem tollen Siren am Mikrofon auf. Schreibt mich mal an, dann sende ich euch meine IBAN-Nummer. Nein, aber wirklich, wir haben ja wirklich kein Mods-Equipment, kein Riesenstudio, was hier viele haben. Wenn ich überlege, dass ich früher mit diesem Pearl-Mikrofon diese Überbrückungszeit mit einem Adapter USB auf USB-C an meinem Chromebook saß. Übrigens, wir werden wahrscheinlich, weil Peter in Urlaub fährt demnächst, nochmal eine Special-Folge vor aufnehmen und reinschieben, wo wir mal über Chromebooks sprechen, weil ich bin immer noch ein Riesenfan davon. Ich mittlerweile auch. Und da ich jetzt zum Glück demnächst meine komplette Apple-Landschaft hier abschießen kann, ja, Google, ich weiß, das Pixel 6a wird ganz toll, aber ui, nothing, ne? Aber nichtsdestotrotz wollte ich kurz vorher nochmal auf den lieben, ich glaube Chris heißt er, oder? Genau. Auf den lieben Chris eingehen, der hat ganz, ganz viele nicht, aber wir haben so ein bisschen diskutiert. Ich habe ja einen Artikel geschrieben, iPhone 13 versus Galaxy S22, das Fazit, das ist glaube ich der vierte Teil dieses Testberichts. Welches es denn nun geworden ist, mein neues Smartphone. Nochmal vielen, vielen Dank an Cyberport, die uns die beiden Geräte zum Testen zur Verfügung gestellt haben und ich sie direkt miteinander vergleichen konnte. Und es ist natürlich das iPhone 13 Pro geworden. Und da hat der liebe Chris ganz viele Fragen zugestellt, die wir auch, Chris heißt er, die wir auch ganz fleißig beantwortet haben. Und alles natürlich bei uns im Blog, mobitest.de. Und ich wollte da kurz drauf eingehen, denn er hat eigentlich eine sehr kluge Frage, er hat sehr viele kluge Fragen gestellt. Wir haben ja nur kluge Leser und Hörer. Aber eine interessante Frage gestellt. Wenn das Samsung Galaxy S22 so viel besser als das iPhone ist, ja, ist es, warum dann nicht das Galaxy S21 FE, die Fan Edition? Von dem es übrigens wohl auch kein 22er Modell mehr geben wird. Genau. Noch aus der Gerüchten Folge. Die Fan Edition S21 von Samsung hat nämlich ein Snapdragon eingebaut und nicht diesen furchtbaren Exynos-Prozessor. Samsung, das ist jetzt schon das zweite Gerät, was ich mir von euch nicht gekauft habe, wegen eurem Prozessor. Ich weiß, ich bin nur einer und da liegt überhaupt kein Wert drauf. Aber ihr wisst, wie viele Geräte ich kaufe. Also seit dem Galaxy S10 bis heute sind da schon viele Samsungs, die ich mir nicht gekauft habe, wegen eurem Prozessor. Warum das so ist, lest euch einfach den Artikel durch. Warum jetzt nicht das S21 FE? Weil es auch ein 6,4 Zoll Display hat. Das ist tatsächlich eine Größe, da wäre ich dann auch beim Pixel geblieben, bei der Größe. Das ist tatsächlich, 6 Zoll ist so für mich die magische Grenze zurzeit. Also ich möchte gerade jetzt, ich merke sie ja im Sommer. Na, also wenn ich Fahrrad fahre, dann habe ich ja keine Fahrradklamotten an, sondern ich habe eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Wo soll ich denn so einen riesen Samsung Galaxy S22 Ultra reinstecken, wenn ich Fahrrad fahre? Also wo soll ich das mitführen? Und ich habe das Gerät ja dabei, damit ich unterwegs irgendwie, wenn ich mal wieder einen Platten habe, jemanden anrufen kann, der mich abholt. Oder zum Musik hören, wenn man das denn dürfte und so weiter. Das heißt, dass das S21 FE kommt leider nicht in Frage, auch wenn das glücklicherweise ein Snapdragon hat. Ansonsten ist das bei mir tatsächlich die Akkulaufzeit beim iPhone 13 Pro. Ganz die schon wirklich Bombe ist. Aber nur bezüglich auf Größe, ich bin da voll bei dir. Für mich hat sich die 6,1 Zoll Größe des iPhone 13 Pro als absolut perfekt herausgestellt. Ich teste ja gerade das Mi Band 7. Das kann ich im Moment nur mit meinem OnePlus Nord CE verbinden, weil es ja die China Edition ist und da ist der Xiaomi-Account auf China eingestellt.
und auf meinem iPhone auf Deutschland eingestellt, deshalb erkennt es das nicht. Und es ist schon ein Unterschied. Man sagt mir so, ja, komm, 6,1, 6,4 oder 6,7 Zoll, das ist ja nicht so viel. Doch. Wenn du es tagtäglich mit dir schleppen musst, dann wird das ganz schnell zu einem Problem. Wenn nämlich, ich habe auch bei dem Wetter kurze Hosen, ja. Ich habe zwar Seitentaschen, aber die sind auch eher knapp geschnitten. Also ich habe eine so Baggy Pants, wo dann diese Seitentasche bis zum Knie runter reicht. Da wird es echt eng. Und dann sage ich mir, boah, dann bin ich froh, dass so ein kleines, kompaktes Telefon, was heißt kompakt? Ne? Ein etwas kompakteres Telefon, als das OnePlus habe, weil das nervt. Ja. Also diese 0,3 Zoll, die merkst du. Ich war vor einer Woche, war ich bin ich nach Hamburg gefahren, war auf dem Beatsteaks-Konzert im Stadtpark. Hammer, war super. Ganz viel Cola rum, ganz viel Spaß, gute Musik. Ich habe das iPhone 13 Pro um 16:30 Uhr von der Ladestation genommen, 100% aufgeladen. Hab dann 1,5 Stunden durchgehend Musik über Bluetooth-Kopfhörer gehört. Bin damit dann nach Hamburg gefahren, die ganze Zeit online gewesen. Das heißt, in der Bahn natürlich, Display on, Musik gehört und getwittert oder irgendwas gelesen. Dann Hauptbahnhof, in die S-Bahn weitergefahren, selbe Geschichte, die ganze Zeit Musik gehört. Dann zu Fuß irgendwie zum Stadtpark, während des Konzerts Videos gemacht, Filme gemacht. Und dieselbe Chose auf dem Rückweg. Abends war ich dann zu Hause, habe natürlich nicht mehr aufs Telefon geguckt. Und ich sagte Cola rum. Nach 2 Jahren mal wieder Cola rum, war schön, ins Bett. Und habe das Gerät aber nicht aufgeladen und hatte am nächsten Tag am Freitag frei. Und wollte dann morgens ein bisschen Fahrrad fahren. Das Wetter war super, niemand da, also die Straßen leer und so weiter. Und ich nehme dann das iPhone und stelle fest, ui, das hat nur noch 30% oder 32% Akku. Also nee, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe eben nicht ui gedacht. Bei jedem Samsung hätte ich gedacht, ui, jetzt muss ich das Ding erstmal aufladen, weil das Samsung nur mit 25 oder 30 kW auflädt, irgendwie, ja gut, dann kann ich nur mal 5 Kaffee trinken. Beim iPhone mit 30% habe ich überhaupt keine Bedenken gehabt, jetzt nochmal 2 Stunden Fahrrad fahren zu gehen, GPS navigieren und so weiter. Ich wusste, das Gerät hält einfach durch. Und das ist, wenn man mobil, also wenn man ein mobiler Mensch ist, ist das wirklich, wirklich gut. Nichtsdestotrotz ist das, freue ich mich drauf, wenn ich endlich wieder auf ein Android-Gerät wechseln kann, weil das iPhone hat nebenbei auch relativ viele Bugs, die mir so nach und nach auffallen, die mir überhaupt nicht gefallen. Apps schließen sich plötzlich. Das heißt, ich starte eine App, die geht dann auf mit diesem Effekt und dann geht sie wieder zu. Bei Android würde ich dann ein kleines Vorschaltbild bekommen. Sorry, die App ist abgestürzt, send uns doch eine kurze Meldung, was du gerade gemacht hast. Dann arbeiten die dran. Bei Apple kriegst du nicht mehr Bescheid, dass die App abstürzt. Und. Also das Ding hat relativ, es lädt zum Beispiel nicht, gerade jetzt im Sommer, eine sehr spannende Geschichte, wenn das Gerät draußen in der Sonne, ich sitze auf der Terrasse, am Tisch, bin am Schreiben, das Gerät liegt neben mir, wird also warm. Willst dann aufladen, das Gerät lädt nicht. Okay, ist ein Sicherheitsfeature, sehe ich ein, aber dass ein Smartphone nicht lädt, obwohl es an der Steckdose ist, weil es zu warm ist, das finde ich schon, ja, kann man machen Ja. oder auch nicht. Ja, es ist halt, mit Sicherheit kannst du alles verkaufen, ne? Ob es dann praktikabel ist oder nicht. Also das sei mal dahingestellt. Ne, ist halt ein Sicherheitsfeature, Ja, ich wurde mir sage, gesagt. Also. genau, das ist ein Sicherheitsfeature, weil wenn du dann jetzt anfängst, da noch Strom reinzuballern, was ja nochmal zusätzliche Energie reinschafft in das Gerät, also in Form von Wärme. 20, wir reden ja beim iPhone von maximal, wenn du wirklich ein Schnellladegerät hast, von 20 kW, oder? Ja, aber selbst die liefern ja auch eine Hitzeentwicklung, ja, das war nicht so krass jetzt wie bei den, Ja. sag ich mal, wenn 100 Watt jetzt wie von Xiaomi oder 65 Watt wie bei OnePlus oder Ja, sowas. trotz alledem, mir sind noch nicht viele News untergekommen, dass sich jetzt Oppo oder OnePlus-Geräte der Reihe Die nach Mauer auflösen. explodieren, weil die irgendwie in Südkorea bei 70% Luftfeuchtigkeit und 60 Grad irgendwie dort mit 80 kW geladen werden. Ich glaube einfach, das ist alles, egal. Wie gesagt, am Horizont, Es taucht was Neues auf. da ploppt. Wir haben ja letzte Woche sehr, sehr ausführlich über das Nothing Phone One gesprochen. Sehr ausführlich. Und kaum war der Ja. Podcast zu Ende, mache ich Twitter auf und sehe überall Papageienbilder. Genau, da haben wir gerade den Stopptast gedrückt und dann so, oh nein, da war es zu spät. Aber egal, weil wir letzte Woche so lange darüber gesprochen haben, sprechen wir auch diese Woche wieder so lange darüber, weil Nothing hat die Woche ein Feuerwerk abgefeuert. Das sind keine Leaks mehr, es ist offiziell vorgestellt. Also man sieht es jetzt in Gänze, das Gerät. Es gab diverse Events, wo das Gerät
zwar hinter Glas, aber angeschaut werden konnte. Und ich habe mir nur gedacht, so im ersten Moment, transparent ist es aber nicht, weil wenn man transparent hört, will man transparent. Aber jetzt im zweiten Gedanke war, habe ich gesagt, geil, Star Wars als Handy. Das war so mein erster Gedanke. Ne? Kennst du von Ikea diese eine Lampe für Schlafzimmer, die man so aufziehen kann, die aussieht wie der Todesstern? Genau diese Assoziation hatte ich beim Nothing Phone One, als ich es das erste Mal in Natura gesehen habe. Mann, ist das geil. Ja, vom Design her. Das erkennst du unter Tausenden und das ohne auffälligen Kamerabump, einfach durch diese phänomenal geniale Rückseite. Ne? Ich bin, was das betrifft, tatsächlich, als ich es gesehen habe, dachte ich nur so, ja, wie geil ist das denn? Also wirklich, genau so muss es sein. Ich finde diese Assoziation zu Star Wars, finde ich verdammt, finde ich wirklich richtig. Also das Ding könntest du in irgendeinem dieser ganzen Raumstationen oder Raumschiffe in die Wand einbauen und es würde nicht auffallen. Null, So, das absolut wird einfach nicht. dazugehören. Und das ist ein Charakter. Dieses Telefon hat Charakter. Und wenn das auf der Vorderseite, okay, da wird nicht viel zu machen sein vom Design her. Aber wenn du das irgendwie nach vorne transportieren kannst, allein schon vielleicht über das Wallpaper oder sowas, ne, wenn sie dann, wie beim Launcher gezeigt, ja, dieses Wallpaper mit dem Halbtransparenten da machen, dann hast du ein Telefon mit Gesicht, Charakter, was ja in der Automobilindustrie immer wichtiger wird, weil die Leute, suchen mittlerweile auch Autos vom Charakter aus. Und jetzt hast du mal wieder ein Telefon, was nicht so langweilig ist, ne? Und auch wenn du die Rückseite diese Backplate halt so halb transparent ist mit diesen Applikationen, aber es sieht einfach geil aus. Ja, das Witzige ist, wenn du die Automobilindustrie ansprichst, dass ganz viele Leute in die Ausstellungshäuser gehen und sagen, ey, dieses Blau, was ihr da gerade in der Werbung habt, oder dieses Mega-Grün. Wenn sich das Auto aber kaufen, greifen sie auf die Standardfarben zurück. Das ist Ja, wegen Wiederverkaufswert. das ist ja das total Interessante. Der Karl Pei hat irgendwann mal getwittert, wir müssen mal neu denken. Wir müssen mal die Smartphones komplett neu beginnen und das Denken neu beginnen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, ich kann sogar relativ genau sagen, wann, 2006, 2007, ein Nokia. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Es kam zur selben Zeit raus wie diese Express-Music-Geschichte. Erinnerst du dich? Genau, ich wollte gerade sagen, Express hieß es doch, ne? Ja, es war weiß, war ein ganz normales Barend, also kleines Display und darunter Tastatur. Hatte in der Mitte so ein, das fand ich damals total geil, das war so ein, wie so eine Touchfläche beim Laptop. Und es waren in der Verpackung fünf verschiedene Rückseiten, verschiedenfarbige Rückseiten mitgeliefert. Und das Gerät war halt oben das kleine Display, also es war relativ groß für die damalige Zeit, aber halt kein Touchscreen. Das war halt in so einer grünen Anmutung, war halt grün und die ganzen Icons waren in so einem Grün und so weiter, sah relativ stylisch aus. Und hast du die grüne Rückseite abgepackt und hast die braune oder die blaue oder die rote aufgepappt und dann hat sich das Display in der Farbe angepasst, die die Rückseite hatte. Von dem Gedanken, den hatte ich gestern, bin ich da ein bisschen weitergegangen und habe gedacht, Moment mal, transparentes Gerät, sowas habe ich doch auch schon mal gesehen. Ja, bei Nokia. Die hatten auch schon mal transparente Smartphones und du konntest sogar praktisch ein neues Gehäuse dafür kaufen. Ja, ich bin schon so alt, ich habe noch die LEDs umgelötet. Sie. Hallo, So nothing. alt bin ich. Peter, da kannst du demnächst ja am 21. Juli kannst du dann deinen Lötkolben wieder auspacken. Ja, genau, ey, also, nein, das ist einfach. Aber jetzt überleg, stell dir mal vor, wir wissen ja nicht weiter als das Gerät, wie es so aussieht. So, wir wissen, dass 90% der Menschen, der Nutzer, ihr Smartphone in eine Hülle packen. Das heißt, die Leute sehen das Smartphone ja gar nicht. Wahrscheinlich wird es Hüllen geben, die dann Stanzungen haben für die LEDs, aber die Leute werden das Gerät in eine Hülle packen. Warum? Weil sie Angst haben, wenn es runterfällt, dass es kaputt geht. So, jetzt hoffe ich, dass das Gerät aus Kunststoff und nicht aus Glas ist. Mein Pixel 5 war aus Kunststoff. Wenn das runtergefallen ist, ist das runtergefallen, da ist nichts passiert. So, es ist halt nicht in tausend Teile zersprungen. Weil Kunststoff. Das heißt, wenn ich die Leute dazu bekommen möchte, dass sie die wunderschöne Rückseite nicht in eine Hülle packen, dann müsste ich eigentlich das Gehäuse wechselbar machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Innenleben des Gerätes ja verdammt kompakt aussieht. Das sieht aus wie ein Block.
Warum soll es nicht möglich sein, die Rückseite oder das Gehäuse abzunehmen und das Innenleben in ein neues Gehäuse reinzupacken? Und Nothing war vorher Essential Phone. Okay, ja stimmt, die haben ja Essential gekauft mit samt Patenten und so und dran. Wie will ich denn so ein Gerät, wenn ich es nicht in eine Schutzhülle packe und ich will es nach einem Jahr verkaufen? Und ich habe eine komplett zerkratztes Rückseite, weil eben keine Hülle drum ist. Wenn ich es in Hülle packe, sieht aber keiner, wie geil das Gerät aussieht. Das heißt, Nothing sollte, also das wäre halt meine Idee, in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geschaffen haben, kostengünstig zumindest die Rückseite so auszuwechseln, dass ich, wenn ich es verkaufen möchte oder das Ding zerkratzt ist, ich dort eine neue Rückseite drauf packen kann, ohne dass ich Gerät in eine Schutzhülle packen muss. Wie das im Modern geht, sieht man beim Fairphone. Beim Fairphone 4 haben wir auch schon drüber gesprochen. Da kann man ja wirklich das Telefon mit einem stinknormalen Kreuzschlitzschraubendreher auseinanderbauen und Teile wechseln. Also wir haben dieses Know-how, ist ja nicht verloren gegangen, das haben wir ja heute. Und er hat ja schon gesagt, vergesst alles, was ihr bisher wusstet. Ob das jetzt nur bei diesem Gerät auf diese Ausstattungsmerkmale bezieht oder halt auch wirklich auf so Geschichten wie eben Reparaturfähigkeit, was ja auch immer wieder Thema wird, wo auch die EU sich ja jetzt mittlerweile ganz offen reinhängt, die sagt, ihr müsst eure Geräte reparierbarer machen, nicht mehr diese Wegwerfgesellschaft, wie wir sie im Moment betreiben, was ja wirklich abartig ist, dass vielleicht Nothing sagt hier, wir scheißen auf High-End-Prozessoren, auf allen möglichen High-End-Schnickschnack. Lass uns das neu denken, wir machen das Ganze wirklich erneuerbar, dass wir Teile tauschen können, problemlos, also diese Reparaturfähigkeit von Index 1 auf 8, 9 hochschrauben. All das wäre natürlich, könnte man das auch so interpretieren, ja. Also zumindest, also wir werden ja wohl einen Metallrahmen haben. Ich denke schon, die Rückseite sieht mir aber schon nach Kunststoff. Also es wäre halt schön, wenn das Kunststoff wäre. Und wenn ich zumindest die Rückseite, weil du siehst ja, das Gerät ist praktisch, es ist ja, wir haben ja uns gedacht, wenn die ein transparentes Gerät bauen, dass man die verschiedenfarbigen Innenteile, man sieht zum Beispiel die Kupferspule, man sieht das Motherboard, wenn man zum Beispiel sich ein Samsung-Gerät zerlegt. Die sind von innen wirklich schön. Die haben blaue Farbakzente drin. Ja, die nehmen ja mittlerweile, färben sie die Platinen ein. Ja, genau. Sieht kein Mensch. Genau, so. Aber sie machen sich da Gedanken. So, das Nothing also hat das aber nicht. Das heißt, sämtliche Innenleben des Nothing sind, wo das Innenleben des Nothing ist irgendwie mit verschiedenen Kunststoffplatten abgedeckt. Und darüber scheint eine große Platte zu liegen. Warum soll ich diese eine Platte nicht abnehmen können und auswechseln? Wenn das der Fall wäre, dann bräuchte ich keine Schutzhülle. Dann würde ich sagen, okay, dann kann die von mir aus hinten zerkratzen, genau, wie sie will. Das ist überhaupt kein Problem, weil wenn ich das Ding wiederverkaufen will, baller ich da einfach eine neue Kunststoffplatte rauf hin und das Ding sieht aus wie neu. Perfekt. Die nächste Frage ist, wenn man sich das Bild jetzt anschaut. Also ich verlinke mal ein Video, in dem man das Gerät hinter Glas sieht. Also das ist sehr detailreich. Man kann es sich dann an mehreren Stellen mal stoppen und dann mal ein bisschen groß ziehen und das mal genau angucken. Wenn Sie die Backplate wechselbar machen, wie befestigen Sie das? Ist es dann nur geklipst und wie öffne ich das dann? Hm. Brauchst du ein spezielles Werkzeug dafür? Ne, wie so eine Art Plektron, wo du dann reingehst? Also das wäre jetzt so interessant zu wissen, weil man sieht an den Seiten, wo die Lautstärketasten sind, sieht man die zwei Antennenstreifen. Ne? Also das scheinen wohl Antennenstreifen zu sein für den Empfang, weil die hast du auch an der Oberseite und Unterseite. Also sehr, sehr spannend. Was ja auch ein geiles Feature ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, oder du hast es am Rand erwähnt, die LEDs auf der Rückseite. Es gab ja dann ziemlich schnell das Gerücht, dass Teile der Rückseite auch illuminiert sind. Und das ist in der Tat so. Allerdings leider nur der Ring um die Kamera, dann diese schräge rechts oben und diese senkrechte Balken am unteren Rand. Leider nicht die QI-Ladespule, die ist leider nicht beleuchtet, weil das wäre natürlich das Mega-Ding, aber er sieht so schon geil aus mit diesem beleuchteten Backcover. Ich hoffe, dass das dort nicht zu viel Marketing von Karl Pei und zu wenig Innovation. Also ich hoffe, dass das... Wir erinnern uns, das wird eine Benachrichtigungs-LED sein. Wir erinnern uns, dass vor einigen Wochen, Monaten haben wir auch drüber gesprochen, dass Apple angekündigt hat, hallo, die iPhones werden jetzt repairbar und wir werden sogar das dazu passende Werkzeug praktisch verleihen. Ein iPhone Repair Kit. Und haben ganz viele gedacht, juhu, dann kann ich jetzt endlich mein iPhone reparieren. Allein das Werkzeug wiegt 30 Kilo, was Apple dir schickt.
Ohne Witz, du brauchst 30 Kilo Werkzeug, um so ein iPhone zu zerlegen. Ich hoffe einfach, dass Karl Pei irgendwie, dass ich die Backplatte hinten relativ einfach abnehme. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass unser Freund Jerry Rick uns dort, der wird uns Das auch wieder. zeigen, wie diese LEDs funktionieren. Ich denke auch, dass das in aller Gänze, weil er hat ja auch da wieder mal ein was aufgefasst, was ja leider Gottes verloren gegangen ist, diese Benachrichtigungs-LED. Früher in jedem Telefon vorhanden, ist sie irgendwann mal ausgestorben. Jede Sony hat die. Selbst Ja, aber das das ist mittlerweile. 1000, selbst das 2000 € Xperia Aber es ist wirklich mit der einzigen Hersteller, der es überhaupt noch umsetzt. One. Wir haben dann angefangen, Apps zu installieren, haben auch Anleitungen im Blog dazu, wie man bei Samsung diesen Halo-Ring um die Frontkamera zur Benachrichtigungs-LED umbauen kann, dass sie dann halt leuchtet, wenn es dann mal soweit ist. Oder dann diese Umrandung, die dann anfängt zu leuchten, so ein Kram. Und er hat jetzt das Ganze wieder so hingestellt, weil im Normalfall oder bei vielen liegt das Telefon, warum auch immer, mit dem Display nach unten. Jetzt habe ich mich auf genug, wenn ich das Telefon ablege, liegt das mit dem Display nach unten. Und dann sieht man halt dann, wenn das Benachrichtigungsleuchte wäre, sieht man das wunderschön leuchten. Und das sieht, also es sieht einfach geil aus. Schaut euch das Video an von diesem Hands-on da. Das hat wirklich was. Ja, Also merkt man schon, dass wir Fans sind oder so? also Nee, ne? Nothing scheint wohl beim Rahmen auf recyceltes Aluminium zu setzen und auch die Kunststoffrückseite soll wohl zu 50% aus recyceltem Kunststoff bestehen. Google hat ja beim Pixel 5, da war die Rückseite aus einem Kunststoff, der aus Algen, also aus dem Meer gefischt wurde. Genau. Ich find das sehr schön, dass das mittlerweile in die Richtung geht. Aber das. Ja, was soll ich sagen? Spannend übrigens, die Anzahl der Kameras, oder? Ja, nur zwei. Und was noch interessanter ist, keine Sau spricht über technische Spezifikationen. Nein. Also das ist echt super. Die ganze Welt oder die ganze Technikwelt zerpflückt sich gerade wegen dieser Rückseite. Die einen schimpfen halt, das ist nicht richtig transparent, war ja auch mein erster Gedanke, weil wenn transparent, dann richtig. Die anderen feiern dieses Design, die anderen sagen, diese LED-Technik dahinter, das ist schon ziemlich geil, oder. Aber keiner fragt mal, was ist denn eigentlich drin? Das fällt irgendwie komplett unter den Tisch. Und das finde ich auch schon wieder so ein bisschen cool, dass man sagt hier, nicht diese virtuellen Schwanzvergleiche, ich habe mehr als du oder sowas. Das interessiert in diesem Fall nicht, weil du hast ein Nothing Phone One. Ja, und vor allen Dingen darf man dabei ja auch nicht vergessen, das interessiert nur heutzutage nicht mehr. Es ist ja auch völlig irrelevant, Es ist genau, es weil ist völlig ich egal. habe gestern ein Video gesehen von Marky Brown und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, MKHDB und Mr. The Boss haben sich in Los Angeles getroffen. Und da wurde Marky Brownie gefragt, was denn derzeit sein Daily Driver ist. Galaxy S21, das Vorjahresmodell, ist sein tägliches Telefon. Der Typ hat einen Schrank, da ist jedes Gerät der Welt drin. Also wirklich jedes Smartphone der Welt. Warum nutzt er das als Daily Driver? Naja, es kann halt nicht weniger als das neue Modell. Es fasst sich aber einfach besser an. So, Also ich habe jetzt mal seit. du kannst heute ja mit jedem Vorjahr, ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, über refurbished Geräte und Ideale und so weiter. Du kannst ja heutzutage auf jedes 2, 3 Jahre alte Smartphone setzen und du wirst keinen Leistungsunterschied merken. Wie denn auch? Die Prozessoren vor 2 Jahren waren ja schon viel zu stark und zu schnell, um Instagram innerhalb von kürzester Zeit zu öffnen. Also ich schon. Da ist schon was Wahres dran. Also, das ist, die Sprünge werden immer kleiner, sagen wir auch immer wieder. Und bei mir spielt es mittlerweile keine Rolle. Ich wurde auch zum Beispiel gefragt, warum ich jetzt den Wechsel vom 12 Pro, auch von dem Chris, vom 12 Pro aufs 13 Pro gemacht habe. Die Leistungssteigerung interessiert mich nicht. Mich hat einfach nur die stärkere Akkuleistung interessiert, die ein bisschen besser ist. Und es ist das Neue. Alles andere, ja, und die Kamera so ein bisschen, ja, weil die Kamera, ne, die neue Kamera ein bisschen besser ist. Aber Leistungsfähigkeit hat bei mir noch nie eine Rolle gespielt, warum vom einen Gerät aufs nächste wechsel. Das ist vielleicht bei, ja, Thema Automobil vielleicht ganz praktikabel, ob ich jetzt von einem 100 PS auf einen 136 PS Maschine Echt? umsteige, Ein um einfach flotter Freund von wegzukommen. mir stand irgendwie vorgestern auf dem Weg von Hamburg nach Kassel 7 Stunden im Stau. Ja, genau, Da da sind nämlich alle kannst du auch gleich. mit McLaren irgendwie rumstehen. Ja, genau. Also ich denke mal, das spielt da wirklich keine Rolle. Aber es ist halt wirklich interessant, dass Karl Pei, Schrägstrich, Marketing,
oder wer auch immer dafür sorgt hier, diese ganze Aufmerksamkeit weg von der Technik lenkt, sondern wirklich auf das Design. Und das finde ich halt so genial und darauf freue ich mich unwahrscheinlich, weil am 12. Juli wird es ja offiziell vorgestellt, dann erfahren wir dann endlich auch die Preise, weil die sind nach wie vor nicht veröffentlicht. Gibt auch interessanterweise keine Leaks dahingehend, ne? Während wir bei anderen Geräten jetzt schon mittlerweile alles wissen. Und da stellt sich jetzt eine ganz spannende Frage. Google ist jetzt losgegangen und hat das Tablet, das neue Pixel-Tablet, was nächstes Jahr erscheint, jetzt schon vor 3-4 Wochen vorgestellt. Und hat eigentlich alles vorgestellt, was sie in den nächsten Wochen und Monaten planen. Also entweder macht man das so, bei einem Riesenunternehmen, kleinere Unternehmen scheinen es aber durchaus zu schaffen, wenn sie nicht wollen, dass geleakt wird, dass auch nicht geleakt wird. Und jetzt frage ich mich, wie kommt das denn bei anderen Unternehmen dieser Größenordnung? Warum wissen wir denn da immer alles vorher? Und ich glaube tatsächlich, das liegt in der Hauptsache daran, dass die Unternehmen versuchen, sich so einfach ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, dass die das selber machen. Lanciert. Das denke ich mir auch, ja. Und Schelm, wer Böses denkt, aber es wird so die Realität sein. Also wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die Idee oder dass mein Träumchen wäre, wenn er hat ja auch sehr stark gesagt oder betont, dass der Prozessor ist ja auf das Betriebssystem zugeschnitten. Das läuft mit Android natürlich, aber scheinbar mit einem eigenen Fork. Dass ich quasi eine Ersteinrichtung durchführen kann bei dem Gerät, wo ich nach jedem Browser, nach jedem, möchtest du Chrome nutzen oder Firefox? Und dann installiert er mir nur diesen einen Browser. Möchtest du Gmail nutzen oder möchtest du K9 Mail oder was auch immer nutzen? Und dann wird nur dieses eine Mail-Programm installiert. Am geilsten wäre eigentlich, wenn es sogar die Möglichkeit gäbe, zu sagen, installiere mir gar nichts davon. Und ich habe dann praktisch ein komplett nacktes Gerät. Genau, komplett nacktes Telefon, wo nur der Play Store drauf ist. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, Einstellungen und was mal so für SIM-Karte, den ganzen Quatsch da. Ne? Aber sonst alles nackt. Genau. Das wäre doch cool. Das wär super cool. Und wenn dann noch die Rückseite oder dort irgendetwas auswechselbar wäre. Das Design gemahnt schon sehr an die iPhones 4 und 5. Also vom Aussehen her. Was aber logisch ist, du kannst heute Geräte mit so starken Radien, wie es ja die 6er-Serie von Apple hatte, wie es dann auch die Samsung-Geräte und viele andere hatten, die kannst du heute nicht mehr bauen, weil das ist ja einfach Platzverschwendung. In so einen Radius kriegst du ja nichts rein. Das heißt, du musst die Kanten ja gerade hochziehen, damit du keinen Platz verschwendest. So, wie sieht das sonst aus? Hast ein flaches Display und dann aber noch irgendwie 6 mm Radius an jeder Seite. Und da kannst du ja nicht mal einen Akku reinquetschen. Sehr spannend, sehr spannend. Also, und noch, was wir nicht vergessen können, dürfen, es gibt mittlerweile eine Seite, StockX nennt sich die. Da werden die ersten 100 gebauten Geräte versteigert. Es kann jeder mitmachen, es kann jeder bieten. Auch einen Preis eintragen, den er will. Also man muss dann auf dieser Seite anmelden. Ich verlinke das mal. Und erst wenn man wirklich einer von den 100 Glücklichen ist, dann wird auch das Geld eingezogen. Dann bekommt man vorab schon mal das Nothing Phone One geliefert. Ich glaube mal nicht, dass wir das zu so wie bei eBay 32111, ja, mal mit dem niedrigsten Boot. Ich denke mal, da werden wir schon hoch vierstellig werden, bin ich mir sicher, für die ersten Geräte, weil da die wirklichen Fans mitsteigen werden. Ich habe mal ein Gebot abgegeben. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. Und läuft demnächst los. Und dann heißt es einfach nur Glück haben und hoffen, dass dann vielleicht 99 andere nicht dabei waren oder niedrige geboten haben. Kann man sich da mal mitmachen. Und dann schauen wir mal, was daraus wird in Zukunft. Wie gesagt, absolut. Ich bin, ich freue mich da total drauf. Und ich auch, super. Also es verdrängt auch so ein bisschen die Lust aufs Pixel 6a bei mir. Ja, da weiß ich halt, was ich bekomme. Beim Pixel 6a weiß ich, dass ich dort absolut High-End und Mid-End irgendwie in einem Gehäuse bekomme. So, super. Es sind zwei Dinge, warum ich das Pixel 6a erwarte. Das eine ist, es ist ein Pixel, damit ich kriege immer die neueste Android-Version, auch frühe Betas, wo ich dann mitspielen kann, wo man mit ausprobieren kann. Das ist ein sehr, sehr reizvolles Thema mittlerweile für mich, wo ich sehr, sehr gespannt bin.
Und halt dieser Tensor-Chip, ne? Weil ich habe ja miterlebt bei dir live, was der alles kann, wozu er in der Lage ist. Und das finde ich einfach ein super spannendes Gerät. Und das Ganze in der Preislage, die für mich als Zweitgerät super spannend ist. Und aber im Moment so, dass Nothing wirklich mit Anlauf ansetzt, das Ding so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen, weil mich einfach das Design von vornherein abholt. Ich habe das Gerät noch nicht von vorne gesehen. Es gibt schon so einige dezente Ansichten, wo halt dann diese Papageien da drauf sitzen oder Wellensittiche, wo man so erahnen kann, wie es aussehen wird, aber das wird an der Front unspektakulär. Also es wird kein Curved-Display haben oder sowas, das wird wirklich plain alles sein, ohne großen Schnickschnack. Aber dieses Design auf der Rückseite holt mich halt absolut ab. Es gibt einen interessanten Punkt. Karl Pei hat ein Interview gegeben dem Schweizer Tagesanzeiger. Und dort wurde auch die Verbindung zu Apple irgendwie dargestellt. Oder nicht die Verbindung, Verbindung ist das falsche Wort, sondern der Einfluss. Dass er einfach sagt, wir wollen versuchen, Kreative zu unserem Gerät oder für unser Gerät begeistern. Musiker, Künstler und so weiter. Und da meinte der Journalist, naja, dass man die Zielgruppe ja auch zuletzt von Apple kennt. Und er einfach sagt, ja, die haben alles richtig gemacht. Ne? Erinnern wir uns vor, Gott, wann war das? 95, 96? Wie sahen dann die ganzen PCs aus? Die waren grau und das waren viereckige Kästen. Und plötzlich kam Apple mit diesem bunten, in Orange, in Grün, in Türkis und so weiter, lila Laptop um die Ecke. Weiß, lila und die iMacs sahen genauso aus, außer ja genau, die iMacs damals. Genau, die Waren iMacs. übrigens auch transparent, die alten iMacs. Ein Freund von mir hatte so ein Ding in Blau. Wahnsinn. Und darauf sagt der Journalist, naja gut, den Effekt kennt man natürlich auch von den teuren Leica-Kameras, ne, oder teuren Uhren. Also anders als mit einem teuren Auto oder einer teuren Kamera sieht man mit so einer teuren 10.000, 20.000 Euro Kamera halt immer noch so ein bisschen aus wie so ein Künstler aus der Bohème. Und Karl Pei sagt dann, naja, aber was man Apple hoch anrechnen muss, ist, dass ihre Geräte nicht teuer sind. Und in dem Moment dachte ich nur so, ja, da hast du recht, habe ich ja auch einen Artikel darüber geschrieben, das iPhone ist ein verdammt billiges Gerät im Vergleich zu vielen anderen. Aber wenn so ein 700 € iPhone 13 nicht teuer ist, wo wird dann das Nothing angesiedelt? Wir rechnen immer noch mit um die 500 €. Meinst du, das kann zu einer Enttäuschung werden? Es darf nicht zu einer Enttäuschung werden. Also, ich glaube einfach, too big to fail kann man ja nicht sagen. Was ist eine kleine Klitsche? Was haben Sie geschrieben? 300 Personen sind im Moment für Nothing tätig. Es ist einfach, der Hype wird erst schon mal dafür sorgen, dass dieses Gerät ruckzuck ausverkauft sein wird. Wir werden genau dasselbe erleben wie damals zu OnePlus-Zeiten, wie sie eingestiegen sind mit OnePlus One. Es wird zwar keine künstliche Verknappung geben, aber es wird einen riesen Run auf dieses Gerät geben, weil eben Menschen, so wie wir beide, einfach dem erlegen sind, diesem Marketing und diesem Hype und einfach sehen wollen, was kann das Ding wirklich, weil wie du schon sagst, das Pixel, da weißt du, was du bekommst. Das ist genauso, wenn du die Waschmaschine von Siemens kaufst oder von Miele, du weißt, was du bekommst eigentlich. Und hier kommt jetzt ein neuer Player auf den Markt, der den Alten mal wirklich in den Hintern treten möchte und auch alles dafür tut, dass er es packt. Ja, Und im Moment sieht es danach du hast aus. recht, Peter. Aber wenn jetzt Karl Pei, es ist halt wirklich schwierig. Er steht da und er wird den Preis dann wahrscheinlich zuletzt enthüllen und das Ding kostet 499 €. Dann werden wir alle sagen: Ja, haben wir geahnt. Da wird keiner von uns Tech-Bloggern und so weiter sagen, wow, das ist aber ein mega günstiges Gerät. Jetzt muss man dazu sagen, 499 €, da kriege ich auch ganz viele andere Geräte für den Preis. Ja, genau. Da sind wir nämlich in der Liga oder in der Preisklasse drin, wo ganz, ganz viel geboxt wird. Genau. Wenn er sich jetzt aber hinstellt, das Ding kostet 7,99. Dann könnte es ein Problem geben. Siehst, das meine ich. Was ist, wenn wir enttäuscht Dass sind? wir, du meinst schon, dass wir allein schon die Erwartungshaltung haben, dass Ja. er nicht teurer als 499 € gehen Genau. darf. Zurzeit habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie irgendwie, ja. Schwierig. Super spannend, aber. Ja, total. Total. Also, wir müssen es jetzt noch ja, ziemlich genau einen Monat gedulden, bis wir soweit sind. Ich werde zu dieser Zeit im Ausland verweilen, werde mir aber diesen Stream auf jeden Fall live anschauen.
Und weil ich bin wirklich super gespannt und da geht es halt wirklich primär darum, was steckt drinnen letztendlich und wie ist der Preis. Und dann werde ich auch von dort aus sicher meine Bestellung aufgeben. Völlig wurscht, was da kommt, weil wer mich kennt oder wer uns zuhört, du machst dich immer so ein bisschen drüber lustig. Ich bin so bekloppt und mache das halt im Landeanflug auf Frankfurt, wo ich mir dann einen OnePlus Nee, bestelle. damals war, bekloppt war, da fand ich das nicht, sondern ich habe da meinen Hut gezogen, absolute Hochachtung vor. Die ersten Sekunden, wo ich wieder Netzempfang hatte, über im deutschen Luftraum habe ich die Seite geladen und dann, oh Scheiße, es läuft so langsam. Und dann wirklich im Endanflug auf Frankfurt habe ich dann endlich die Seite, die Lade bekommen, in den Warenkorb legen und bezahlt und. Oh. Jetzt will ich aber bei dir noch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Achtung. Er wurde nach einer Smartwatch gefragt. Was kommt als nächstes? Kopfhörer, Handy, als nächstes eine Smartwatch. Kopfhörer hat er schon? Er hat ja mal von einem Ökosystem gesprochen. Seine Antwort, er ist kein Fan davon. Ja, sagen wir es mal so. Ich glaube, im Moment ist es nicht so seine Ich Priorität. glaube, er hat sehr deutlich gemacht, man bekommt schon auf dem Handy viel zu viele Benachrichtigungen. Die will ich nun wirklich nicht auch noch im Arm haben. Er ist kein Smartwatch-Fan. Er trägt eine richtige Uhr und ich glaube nicht, dass Nothing in den nächsten Jahren eine Smartwatch veröffentlicht. Ich glaube, sie werden es machen, weil sie vom Nee, Markt dazu gezwungen Peter, werden. wenn, Doch, 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 das dann, werde ich. dann wird das irgendwie so ein Ding wie die OnePlus Watch. Ja, genau, So ein so nichts ein Halbes halb und nichts abgehalftes Ganzes, Dings, irgendwie ja, eine genau. Oppo Watch wo dann jeder YouTuber irgendwie gesagt hat, ja, die hat ganz viel Potenzial, die reift bei euch zu Hause, ist wie eine Banane. Und dann sitzt du da mit der Uhr und denkst, hoffentlich kommen dann die Updates auch, aber da kommt nichts. Deshalb auch das Thema Smartwatch, das ist ja interessant, dass der Testbericht zur Huawei Watch GT2, war das die GT2 oder GT3? GT3 Pro. GT3 Pro. Um mal interner aus dem Blog zu publizieren, der Artikel geht irgendwie ab wie Schmitz' Katze. Das ist der meistgelesenste Artikel irgendwie der letzten Wochen. Und fast alle Smartwatch-Artikel, aber außer Apple, hast du von Samsung dann noch die Galaxy Watch, die sie Ja. mittlerweile ja eigentlich verschenken. Ey, das ist echt erschreckend. Also ich habe es jetzt für 149 Euro gesehen. Ja, also. Also, und nicht die kleine, sondern die große, ne? Also wir reden hier nicht von Refurbished oder Amazon Warehouse Deals, sondern wirklich nagelneu verpackt. Die haben die mal so eben um 60% reduziert. Also gegenüber UVP sind wir fast bei 75%. Also es ist erschreckend. Ihr könnt, wenn ihr einen dünnen Arm habt und tragt gerne eine Uhr mit 40 mm, also die kleine, dann seid ihr gerade bei 119 Euro. Ja, für eine nagelneue Samsung Galaxy Watch mit Vero S. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei Samsung auf der Webseite. Und so, das heißt, Samsung verschenkt praktisch zurzeit die Galaxy Watch, denn die Uhr ist fantastisch. Ja, Fantastisch. und was macht Huawei? Sie verkaufen, und wenn du eine Uhr bei denen bestellst, dann gibt es ja noch ohne Ende Goodies dazu. Eine Waage, glaube ich, gab es dazu. Oder diese Huawei Pods Pro oder wie sie Ja, heißen, aber die wo habe ich sind die auch anderen? getestet. Wo ist Sony? Hier liegt immer noch die Ja. Sony Watch 3 bei mir rum. Eine großartig tolle Uhr, die aber mittlerweile, ich glaube, 7 oder 8 Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Wo ist die Moto-Uhren, die es damals gab, von Motorola? Von denen hast du leider auch Das heißt, nichts du mehr, hast ne? heute Das ist. irgendwie Amazfit, du hast Huawei, du hast Samsung, du hast Apple. So, wo ist die Pixel Watch? Da warten wir, die soll angeblich jetzt kommen, aber und scheinbar mit 3 Jahre alter Technik und wir warten seit 5 Jahren darauf. So, So ja. etwa, ja. No? Also ich glaube, dass dieser Smartwatch-Markt, das ist eben kein Kopfhörer. Du kannst eben nicht dort mit 59 oder wie Nothing mit 99 Euro herausragend gute Geräte auf den Markt bringen, sondern bei einer Smartwatch musst du einfach Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, deshalb sind viele auf diesem Markt nicht mehr unterwegs, oder? Das kann natürlich sein, Weil ja. die Gefahr, erinnern wir uns, als die ersten Smartwatches rauskamen, LG hat fantastische Uhren gebaut. Die Sony-Uhr war toll. Die Motorola-Uhren waren großartig. Samsung hat damals Uhren ohne Ende. In Breitbänder bis hin zu. Also, da war der Wahnsinn. Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr Leute sehe, die mit einer Polo oder mit einer Garmin rumrennen. Und immer weniger, die wirklich so eine reine Smartwatch tragen. Ja, und wenn es eine Smartwatch ist, gibt es eigentlich nur noch einen, die du siehst.
Also ganz rar Apple. gesehen. Obwohl ich habe letztes Mal einen gesehen, ach, mit der Oppo Watch. Dann Na, mit geh der. sofort hin und ja, umarm ihn, Peter. Ja, genau. Das war dann wirklich das erste Mal, dass ich diese Uhr in freier Wildbahn gesehen habe. Ich habe es aber auch nur daran erkannt, weil da VeroS drauf lief, weil er damit bezahlt hat. Weil es war eine eckige Uhr. Und mit VeroS 3 Uhr ist es die einzigste Uhr auf dem Markt, die mit VeroS läuft, die auch für Deutschland zertifiziert ist zum Bezahlen. Weil in China gibt es 1000 Uhren in eckig mit irgendwelchen Abklatschen, aber die funktionieren in Deutschland zum Bezahlen nicht. Also das war die Oppo Watch und aber wirklich das Einzigste. Und das ist eine tolle Uhr und da gibt es ganz viele und die sind alle irgendwo so ein bisschen verschütt gegangen. Da hast du vollkommen recht, weil entweder hat die große Masse, wenn du mal guckst, haben sie die Apple Watch. Ja, zähle ich mich ja auch dazu. Und es gibt ganz, ganz wenige, die dann eben was wie die Huawei Watch GT3 Pro. Und das ist Ich, eine richtig tolle Uhr ich, in meinen ich, Augen, ich, Leute. Bist die Beste. ohne dass du das jetzt ausgeführt hast oder gesagt hast, ich gehe jede Wette ein, dass die Apple Watch der einzige Grund ist, weshalb du das iPhone nutzt. Nicht wirklich. Das ist mit ein Grund, ja, Ich, mit ich, ein es, Grund. es gibt, es gibt, ich komme da ja immer noch nicht drüber klar bei dir. Also ich verstehe es ja wirklich nicht, weil kein Mensch auf der Welt ist mehr Android als du. Also keiner. Ja, Man, ihr die müsst euch das Produkte iPhone von von Google. Peter mal vorstellen. Wenn es nach dem gehen würde, würde alles, was von Apple ist, runterschmeißen und hat dort wird nur Android genutzt. Ich glaube, die Ich App. nutze nur Google-Dienste, ja, dazu stehe ich ja auch. Ich Die glaube. funktionieren auch hervorragend. Das funktioniert sogar besser auf dem iPhone als auf dem Ja, Android, das ja. stimmt nicht. Das, ja Na, doch. das stimmt nicht. Da hast du noch nie einen Pixel genutzt. Ja, deshalb ja. Deshalb möchte ich ja gerne Pixel haben oder wollte ich die ganze Zeit einen Pixel haben. Aber deshalb nebenbei. Ich bin, und hat Peter vorher gesagt, uiuiui, ja, trotzdem mache ich das jetzt, weil ich gefragt wurde. Ich bin ja seit 4 Wochen Covid-negativ. Und ich nutze meine Garmin zum, na, ich trainiere nicht. Ich nenne das ja nicht trainieren, zum Fahrradfahren. Und ich wurde neulich gefragt, ich habe in irgendeinem Artikel geschrieben, dass ich genau deshalb meine Garmin zum Fahrradfahren nutze, weil ich beim Kardiologen war. Ich habe halt mein Herz durchchecken lassen, weil ich dort gedacht habe, dass ich dort ein, zwei Probleme hatte. Und Peter hat mir zu selbigen geraten. Ich achte beim Fahrradfahren unglaublich genau drauf, und da nutze ich dann halt auch einen Brustgurt, in welchem Pulsbereich ich mich bewege. Das heißt, ich versuche mich nicht zu überanstrengen. Oder nicht ich versuche, sondern wenn ich merke, oh, ich bin Anstieg gefahren und plötzlich geht der Puls nach oben, 130, 140, fängt langsam an rot zu werden, dann halte ich an und bleibe so lange stehen, bis der Puls sich wieder so auf 110 bis 120 eingepegelt hat und erst dann fahre ich weiter. Mein Arzt hat mir das so erklärt, hat gesagt, ja, das Herz ist in Ordnung, dass Sie zurzeit keine Konditionen haben, Sie haben einfach eine schwere Krankheit durchgemacht. Ihr Immunsystem hat gekämpft ohne Ende und sie werden noch einige Zeit brauchen, um wieder in den alten Leistungsbereich zu kommen. Und da einige Zeit, sagt er, 3, 4, 5 Monate. Also glauben Sie nicht, meint er, in diesem schönen Sommer im Juli wieder 50 Kilometer im 27er Schnitt fahren zu können. Na, setzen Sie sich aufs Mountainbike und fahren Sie entspannt. Und dafür nutze ich meine Garmin. Und ich bin deshalb relativ zufrieden, weil ich weiß, dass die Werte, die meine Garmin liefert, ziemlich gut stimmen in Verbindung mit einem Brustgurt, dann ja noch viel genauer. Lieber Peter, du testest gerade das Mi Band 7. Ganz Würdest du dich da genau. auch drauf verlassen? Nein. Ja gut, das Ich ist halt test. sehr günstig, das Mi Band. Wir kennen es von Xiaomi, das Mi Band 7 wird, was wird das kosten? Das Ding wird 30 Tage durchhalten und 7 € kosten, oder? So in etwa, irgendwann mal so in 2 Jahren. Aber da wird auch der Akkulaufzeit nicht stimmen. Also, fangen wir von vorne an. Ich habe das Mi Band 7 von Trading Shenzhen zum Test zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich die China-Version im Moment, weil es gibt nur eine China-Version. Es gibt noch keine globale Version. Wann die kommt, weiß man nicht. Es wird vermutet, dass es im Zuge der Präsentation des Xiaomi 12 kommen wird. Wann das genau ist, weiß man nicht. Es ist alles nur Gerüchte. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis die globale Version kommt. Ich habe also die China-Version. Die China-Version spricht aber Deutsch. Direkt bei der Einrichtung wird man gefragt, was du für eine Sprache haben willst. Kannst du Deutsch auswählen? Das heißt, die Mi Fitness App ist in Deutsch, das Mi Band ist in Deutsch. Alles perfekt. Es geht schon damit los. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben. Man muss seinen Xiaomi-Account auf China umstellen, sonst wird das nicht gefunden.
Da Für bin kurze ich schon fast. Zwischenfrage, bezieht sich, Ja. wenn man das macht, das bezieht sich dann ja auf alle Geräte, oder? Das heißt, wenn ich. Genau, da, deswegen der Artikel, weil ich mein iPhone, die mit Fitness-App mal soeben auf China umgestellt. Das geht mit einem, ein, zwei Klicks, ist man auf China Aber umgestellt. ich habe hier zu Hause doch zum Beispiel ein Chinesisch, ein Xiaomi Roboter, der durch die Gegend Ja, saugt. genau. Du hast nämlich die Xiaomi Home App installiert Ja. mit diversen Kleinigkeiten, wie bei mir zum Beispiel ein Staubsaugerroboter, Ventilatoren und Genau. die Purifiern, und die sind dann plötzlich weg. Das ist ja Da doof. funktioniert nämlich, da funktioniert dann nämlich gar nichts mehr. Das habe ich aber erst gemerkt, als es zu spät war. Scheiße. Genau, das ist nämlich ziemlich Da doof. Und guckt man dann blöd durch die Wäsche. ja, man wundert sich auf einmal, warum der ganze Technik spielt und nicht mehr anspricht und da alles leer, alles weg, weil man ja plötzlich das alles auf China umgestellt hat. Und globale Versionen von den Geräten werden von der chinesischen Version nicht gefunden, weil die Server stehen auf verschiedenen Kontinenten und kommunizieren nicht miteinander. Das geht zum Beispiel bei Amazfit, funktioniert das. Bei Amazfit gibt es diese Unterscheidung zwischen China-Version und global nicht mehr. Da gibt es nur noch eine für alles und dementsprechend auch die Server. Bei Xiaomi gibt es dieses Problem noch. Also, ich wieder mein iPhone auf Deutschland umgestellt, dass mein Home-Kram funktioniert. Mein OnePlus Nord CE rausgekramt, da das auf China umgestellt, und da konnte ich es mir beim 7 einrichten. Es ist ein Mi Band, das Display ist deutlich größer als vorher, ja. Nein, das Gehäuse vom 6er passt nicht, Oh, das ist was anderes, schade. aber das Ladegerät passt schon Okay, mal. super. Und 30 Tage Akkulaufzeit bekommst du, wenn du es nackt hinlegst und nicht benutzt und ausgeschaltet lässt. Realität sind 1,5 bis 2 Tage. Sorry, falls jetzt da draußen jemand lacht, wenn ich ein Samsung Galaxy S22 ausschalte und es 30 Tage liegen lasse, ist das Gerät trotzdem leer. Ist es trotzdem leer? Und das Mi Band, die Zeiten, dass wir mehrere Tage oder eine Woche Laufzeit haben, hakt's ab, ist vorbei. Okay. Vor allem mit dem Mi Band 7, definitiv vorbei. Das Ding hat ein paar Funktionen spendiert bekommen, Always-on-Display, ein ziemlich geiles Feature, Akkufresser ohne Ende, deaktiviert das, habt ihr einen Tag länger. Hat eine, wir haben uns vor kurzem unterhalten über Herzfrequenzzonen, ne? Wenn du Sport machst, Genau. das Mi Band 7 kann das permanent überwachen und dann auch bei Unregelmäßigkeiten Alarm schlagen. Dazu muss aber die kontinuierliche Pulsüberwachung aktiviert Oh, sein. kostet Akku. Ohne Ende. Oh. Deaktivierst du das, hast du circa einen halben Tag mehr. Wir reden hier von halben Sauerstoff. Tagen, also okay. Also ist nicht so viel mehr. Also ich mache wie immer beim Test alles an, was geht. Falls sich jemand wundert, 30 Tage waren von mir kein Witz. Also das Mi Band 1 Das war oder mal 2, die wirklich haben so. wirklich 25, 22 Tage durchgehalten. Also selbst das Mi Band 3 war noch weit, also war noch im Bereich 3 Wochen. Ich glaube, im Mi Band 4 sind wir dann zum ersten Mal Richtung 2, 3 Wochen gekommen und ab dann ging es stetig Wie viele bergab. Also Wochen dann hält haben wir denn das uns Mi Band 7? Wochen. Ja, gar nicht. Das hält wirklich im Maximalmodus 1,5 Tage. Wenn du ein What? bisschen dich einschränkst, dann kommst du auf 2 Tage. Deaktivierst du alles, was du irgendwie deaktivieren kannst. Also Always-on-Display aus, Benachrichtigungen auf Minimum reduziert, Displayhelligkeit runterdrehen, kaum GPS-Nutzung, weil GPS ist ein Akkufresser, brutal, obwohl es kein GPS verbaut hat. Aber das GPS wird dermaßen oft abgefragt, dass die Laufzeit massiv reduziert wird. Also wie gesagt, du kommst, denke ich, mit Hängenwürgen 3 Tage, vielleicht 4, wenn du dich sehr, sehr, sehr stark einschränkst, aber wenn du das wirklich nutzt, wie du einen Fitness-Tracker nutzt, dann bist du 1,5 Tage, 2 Tage. Ich habe es gestern Abend geladen. Ich bin jetzt aktuell bei 67%. Ich habe meine Ja. Fenix gestern Morgen geladen und jetzt fehlt da ein Balken. Ja, und du kannst mit deiner Fenix definitiv mehr anrichten als ich mit meiner. Das Mi Band 7, das ist ein tolles Band. Also, es gefällt mir gut. Es ist optisch sehr ansprechend. Die Größe passt immer noch gut. Also, das Display ist sehr schön ablesbar. Aber das Mi Band 7 ist das erste Band. Vorläufiges Fazit meinerseits, meine ganz persönliche Meinung, was schlechter als der Vorgänger ist. Es ist doppelt so teuer, kann nicht sehr viel mehr, weil auch die NFC-Version lässt noch auf sich warten. Es ist noch nicht fähig zu bezahlen. Es hat kein eingebautes GPS. Es soll nämlich vielleicht auch noch ein Mi Band 7 Pro kommen, was dann mit GPS kommt. Das Display ist zwar schön bunt und hell und alles ganz toll, aber die Empfindlichkeit ist der Horror. Also, Augenblick, du sagtest gerade doppelt so teuer, das heißt, wir sprechen hier von 50 bis 60 €. Aber für 60 den Euro. Preis, da gibt es Alternativen. Genau, Trading Shenzhen bietet es gerade für 47 € an.
die China-Version. Da kommen halt noch Versandkosten dazu. Ich müsste jetzt lügen, glaube 13 Euro sind das, weil es halt aus China kommt. Bei AliExpress gibt es das, glaube mittlerweile auch für unter 50 Euro, aber mit Lieferzeiten 6 bis 7 Wochen. Also das ist auch nicht so ganz ohne. Und Alternativen wären zum Beispiel von Huawei. Ja, eine Huawei Watch Fit New gibt es mittlerweile für 46 Euro, habe ich gerade gestern wieder gesehen. Ein super Tracker, der vieles, vieles besser macht als das Mi Band 7. Auch von der Bedienung her, von der App her deutlich besser ist, weil Mi Fitness ist halt immer noch so ein bisschen, ja, Spielzeug möchte ich es nicht nennen, aber es ist halt alles so ein bisschen verspielt und die Werte sind auch nicht so perfekt, dass man da wirklich mitarbeiten könnte. Also auch das Mi Band 7 muss ich den direkten Vergleich von einem Profi-EKG stellen oder auch meinem Finger-Oxy-Sensor und die Werte sind halt schon sehr, sehr stark abweichend. Also im Moment würde ich sagen, wartet einfach Ja, ab. wir warten auf den vollständigen Testbericht. Der wird sicherlich in den Genau. nächsten Tagen, Wochen erscheinen. Das kommt auf jeden Wir Fall. haben jetzt hier ein weiteres Thema im Notizheft. Das überspringe ich jetzt einfach, weil wir haben gerade eben schon zwei, dreimal über eine Marke gesprochen und wir haben früher immer so ein bisschen gelächelt. Vor 2 Jahren haben wir euch an die Podcasts erinnert, haben wir auch so ein bisschen aus Spaß die Amazfit News der Woche gehabt. Ja, stimmt. Mittlerweile kann man bei Amazfit sagen, dass die sich in eine absolut richtige Richtung entwickeln. Sie sind nicht mehr ganz günstig, das muss man auch dazu sagen, aber sie haben und sie schmeißen auch nicht mehr Geräte wie Sand am Meer raus. Das heißt, dass man innerhalb von einer Woche irgendwie 5 neue Geräte da hat. Vornehmlich aus der BIP-Serie, weil das war bisher die erfolgreichste und da hat man das halt ausgeschlachtet ohne Ende Ja, und jetzt mit ist. 1000 Untermodellen. Genau, und jetzt ist in der BIP-Serie ist die BIP 3 und BIP 3 Pro vorgestellt. Und wir reden hier im Dollarbereich 60, 70 Dollar. Das heißt, Mi-Band-Bereich. Mi-Band-Bereich ist aber eine Smartwatch, ist ein Amazfit. Und grundsätzlich haben wir mit diesen Uhren eigentlich gar keine Probleme. Nein, absolut nicht. Aber es trifft ein Stück weit auch das zu, was für Xiaomi zutrifft. Beide kommen aus demselben Ökosystem. Amazfit und Xiaomi sind natürlich getrennte Geschichten, aber sie laufen immer parallel, weil sie immer irgendwo vom selben Band fallen. Die Amazfit Bip 3 ist natürlich ja, die Fortsetzung einer Erfolgsserie. Wir hatten ja Bip S, Bip U und wie sie alle heißen. Ich habe sie auch alle getestet. Die Tests findet ihr im Testbericht. Ich bin gerade bei versuchen, irgendwie diese Amazfit Bip 3 hier nach Deutschland zu holen. Im Moment kann sie nur über Amazon in Brasilien bestellt werden. Das geht aber nicht, wenn man ein Europäer ist, weil man dafür irgendwie so eine brasilianische Steuerkarte braucht oder was dann. Oder im Moment die BIP 3 gibt es nur in den Staaten und die liefern auch nicht nach Deutschland oder nach Europa, sondern nur in den Staaten. Wird also noch ein bisschen dauern, bis es dann hierzulande zu haben sein wird. Wenn man sich so anschaut, sie sieht der Amazfit BIP U Pro, dem Vorgängermodell, verdammt ähnlich. Das Display ist ein Ticken größer geworden, aber die Auflösung ist schlechter geworden. Also wir haben eine schlechtere Auflösung als beim Vorgänger. Ansonsten, was da immer so hervorgeht, mit 5 ATM Wasserdichtigkeit und vom Akku her, Akku ist minimal größer geworden, Wasserdichtigkeit gab es vorher schon, auch so von den Features ist alles schon da gewesen. Also es ist nur eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Bleibt abzuwarten, wie es das in der Realität gibt. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich werde es mir irgendwie besorgen und dann testen, Das weil es eben eine BIP ist. kriegen wir hin. Da haben wir Auf jeden Kontakte Fall. nach Brasilien und da mache ich dann mal klar. Das wäre mal eine feine Geste. Das sollte. Aber da bin ich sehr gespannt, weil, wie gesagt, BIP ist das Erfolgsmodell. Das war so die erste wirkliche Amazfit, die so wie das Mi Band eingeschlagen hat wie eine Bombe. Du hast nicht dieses Spielzeug-Fitness-Track gehabt, sondern schon eine richtige Uhr, die damals eckig war. Die konntest du modden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, was du da alles machen konntest schon. Und damit ist Amazfit eigentlich groß geworden und hat sich dann immer weiter gemausert und hat dann endlich oder zum Glück diesen Weg verlassen. Viel hilft viel, sondern wirklich wenig dafür hochwertig. Und sie führen das jetzt so ein bisschen weiter und ich hoffe, dass sie auch in der Sachen Software immer sich weiterentwickeln, weil da hatten sie auch so ein bisschen Probleme. Ja, aber wenn du überlegst, wie die Software vor 2 Jahren war, bei allen und wie Ja, sie heute ist. Also heute auf jeden Fall um kann Längen. man wirklich meckern, aber auf einem Niveau, wo man dann halt auch bei den anderen meckern würde. Das ist halt nicht mehr so etwas wie, ja, und dann kommen wir mal zur App, sondern es ist mittlerweile, kann man sagen, hier ja, das, das, das und das müsst ihr verbessern. Aber das ist eben nicht mehr so, dass man heutzutage sagt, so, und jetzt reißt die ganze App ab und baut eine neue, sondern es ist Ja, alles im Rahmen.
Gerade bei der App gibt es im Moment so ein bisschen Durcheinander. Es gibt verschiedene Apps, As usual. genau, es gibt Zapp Live, Zapp App und dann Mi Fitness zum Teil, die auch noch unterstützt werden. Also gibt es ein bisschen Kuddelmuddel, habe ich auch mal einen Artikel dazu geschrieben, habe mal versucht, die Unterschiede rauszusuchen, weil es gibt Unterschiede, obwohl sie aus demselben Haus kommen. Es wird am Ende, wird es wohl auf Zapp Live hinauslaufen, das eine App für alles. Also da muss ich Amazfit mal ein bisschen Mühe geben, das mal ein bisschen entflechten. Das wäre ja gerade bei einer App ziemlich einfach, wenn man eh schon so viele hat, das alles mal auf eins zu konzentrieren. Aber da bleiben wir dran, werden wir immer aus erster Hand berichten. Genau. Aus erster Hand berichten tun wir natürlich auch vom Pixel 6. Es ist nämlich 6a. Es ist nämlich ein neues Unboxing-Video erschienen. Schaut es euch einfach mal an. Aber Genau. nicht wirklich spektakulär, bis auf, dass es jetzt das zweite oder dritte Unboxing-Video eines Gerätes ist, welches eigentlich erst in Ist vier noch gar nicht Wochen, offiziell in 3 vorgestellt. Wochen vorbestellbar ist. Genau. Genau. Sehr interessant, ne, wo die Geräte alle her Ja. haben. Ne, da werden Pixel Pros werden im Marktplatz verkauft als die 7 Pros als 6 Pro Wahnsinn. dann verwechselt. Also ist schon sehr, sehr, sehr seltsam, was da passiert. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich bin immer noch gespannt, wann es jetzt endlich kommt und was es dann wirklich kostet und was es alles kann. Und dazwischen wird dann die Entscheidung fallen: Nothing oder Pixel 6a. Ja, Eins von beiden. Samsung hat das Wallet vorgestellt. Nichts anderes als das Apple Wallet oder das Wallet, was bei Google mal vorhanden war, in Google Pay dann wieder rausgenommen worden ist. Und dann wird Google Pay demnächst umgewandelt. In den USA ist das schon in Google Wallet. Genau. What the heck? Das ist einer dieser Punkte, wo du dann irgendwie sagst, ja, warum noch eine weitere Wallet-App? Weil Samsung, ich verstehe es ja, aber als Kunde verstehe ich es nicht. So, Ja, wenn. sie führen halt mehrere Geschichten zusammen in eins, Ja, aber ne? wenn die von Google da ist, dann brauche ich die von Samsung noch nicht. Ja, das haben wieder die Doppelung, die wir Genau. die letzten Folgen immer mal wieder thematisiert haben. Ja, sie versuchen halt alles im eigenen Ökosystem zu halten. Sie machen es nicht anders, sie machen es nicht besser, sie machen es alle gleich. Ja, es wird am Ende die ganzen Kundenkarten, was wir da behalten können, Flugtickets, Bahntickets, Covid-Kram da, Perso, Führerschein, Schlüssel für Hotel, Schlüssel für Auto. Irgendwas wirst du dann da in Zukunft alles speichern können. Es ist die logische Fortführung, aber warum da noch investieren, wenn es das schon gibt? Ne, dann schließt Nehmt doch euch mit die Energie Samsung, lieber mit und Google. baut in eure europäischen Geräte einen Snapdragon ein. Ja, zumal sie ja schon mit Google Ja. zusammenarbeiten, wie eben bei der Galaxy Watch 4. Das ist ja eine Kooperation zwischen Google, Samsung und Fitbit. Es geht ja noch weiter. Wenn du dir das Samsung Galaxy S22 kaufst, hast du die neue Google Messenger App drauf, die Google noch nicht mal für die Pixel freigegeben hat. Ja, also es gibt schon Schnittpunkte. Dann nutzt doch da die Synergien, wie man so schön im Unternehmerdeutsch sagt. Apropos Synergien nutzen. USB-C wird ab Herbst 2024 Pflicht. Ich kenne jetzt schon ein Unternehmen, das da wahrscheinlich gegen klagen wird. Aber es wird Zeit. Es ist interessant, dass es so schnell kommt. Also ab Herbst Ich 24 glaube, die sind wirklich da aber schon seit 2 Jahren verbindlich. irgendwie, sind die da schon dran und. Die ist ja schon ewig dran. Aber jetzt wird es wirklich verbindlich. Jetzt gibt es ein Datum. Jetzt hat das Kind einen Namen. Einzigste Ausnahme sind Laptop-Hersteller. Die haben ein bisschen längere Übergangsfrist. Ich glaube, die haben 2 Jahre mehr, weil wir da mit den Ladetechnik, mit den Das ist Ladeströmen so geil. zu kämpfen Das ist haben. so geil. Während mein iPhone diesen lächerlichen, wie heißt das, Lightning-Anschluss hat, den Ja. wahrscheinlich schlechtesten Anschluss, den du in ein Handy verbauen kannst. Die Unflexibel. Datenübertragungsrate ist gering. Du kannst das Teil nicht schnell auflaufen. Hat mein MacBook natürlich USB-C-Anschlüsse. Na, Ja, aber selbstverständlich. das iPad Pro ja genauso. Was soll das? Der Grund ist ganz einfach. Dadurch, wenn sie den Lightning abschaffen, verlieren sie Geld. Weil für Genau. jeden Lightning-Kabel, was kein Original-Apple-Kabel ist, sondern zu den 10.000 Geräten oder Kabeln gehören, die auf Amazon oder eBay oder wo auch immer kauft, muss der Produzent, der Hersteller dieser Kabel eine gewisse Summe an unsere Freunde aus Cupertino von Apple abdrücken. Und sie verdienen. Erkennbar an dem Label MFI, Made for iPhone. Genau. Dafür zahlen die Hersteller richtig Geld. Haben wir auch mal einen Artikel geschrieben, was es damit auf sich hat. Interessanterweise wissen das viele nicht. Die denken, ja, Lightning ist Lightning. Nein, ist es nicht ganz. Es gibt offizielle Lightning-Kabel, es gibt inoffizielle Lightning-Kabel. Da gibt es ganz, ganz feine Unterschiede. Und da geht Apple, und das sind wohl Milliarden, die dann verloren Ja. gehen. Und klar, dass sich dann Apple da nicht begeistert zeigt und da, juhu, endlich, sondern Ich ja, stehe Zähne drauf, wenn knirschen. Tim Cook durch dieses glatt gewienerte Raumschiff geht bei den Präsentationen und jeden erzählt, wie unglaublich umweltbewusst dieser Konzern doch ist.
Und dann aber mit dem Lightning-Kabel wahrscheinlich die größte Dreckschleuder in der Smartphone-Industrie heutzutage ist. Also das geht mir nicht in den Kopf. Aber jetzt kommt's. Werden Sie den Lightning-Anschluss wirklich abschaffen und USB-C einbauen oder werden die gar keine Anschlüsse mehr verbauen? Das ist nämlich die nächste Frage. Es gab ja mal Gerüchte für ein portloses iPhone. Die Technik heute ist da. Also es wäre nicht so abwegig. Ich nutze jeden Tag dieses Qi-Charging bei meinem iPhone. Ich lade auch mittlerweile meine AirPods so und alles. Die Technik haben wir. Wir haben Face Unlock. Wir brauchen keine Tasten mehr am Telefon. Du kannst heute Smartphones hochheben. Beim Hochheben aktivieren sie das Display. Mit einem gescheiten Face Unlock entsperrst du das Telefon halt auch. Das zum Beispiel bei meinem OnePlus Nord CE funktioniert aber frei. Ich nehme es in die Hand, entsperre es per Gesicht schon beim Hochnehmen und du bist im Telefon drin, ohne eine Taste gedrückt zu haben. Also, es geht schon, man muss nur wollen. Und jetzt ist halt die Frage: Macht Apple da mit? Oder gehen sie diesen Weg zu diesem Portless Phone? Jetzt wird es ganz spannend. Oder. Die Gruppe der Menschen, die Qi-Ladung kennen, ist verschwindend gering. Auch Genau, wenn du das ist. das vielleicht in deinem sozialen Umfeld nicht der Fall ist, die ist verschwindend Nein, ist gering. auch bei mir. Ich bin der Einzige, der das Und nutzt. jetzt wird es noch viel lustiger. All diese Leute da draußen, also die wirklich Hardcore-Apple-Fans, die mit ihren Macs da rumrennen, die hängen ihr iPhone mit einem Kabel in regelmäßigen Abständen an den Mac, um ein Backup über iTunes einzuspielen. Wo ich mich immer wieder frage, das machen alle. Ich frage mich immer wieder, ich sage hier, ihr alle, alle, die ich kenne, ich habe doch iCloud. Ja, geht doch alles over So, ich habe doch iCloud und das kostet irgendwie für 200 Gigabyte kostet irgendwie 2 € im Monat und irgendwie ein Terabyte oder zwei kosten 10 €. So, warum. Das Argument, was da kommt, habe ich gehört letztens erst. Also geht schneller. Ein So, was? Nicht mehr in Hand Kabel an nehmen. ein. Mein MacBook hat zwei USB. Ich habe einen 13 Zoll, weil ich will keine großen Laptops haben, weil ich habe schon großen Firmenlaptop. Ich will keine großen Laptop. 13 Zoll. Kann ich überall mit hinnehmen, unterm Arm, im Rucksack. Ist super. Ich warte auf Chromebook, Steam. Ihr wisst, wovon ich rede. Photoshop. Filmschnitt. So. Dieses MacBook ist ein Pro. Es hat zwei Micro-USB-Anschlüsse. Jetzt wurde mir von allen Mac-Nutzern geraten, ein iMac steht seit 10 Jahren bei mir rum und nie angeschmissen. Oder habe ich seit 10 Jahren nicht mehr angeschmissen. Die ersten Podcasts haben wir noch darüber aufgenommen, bis ich irgendwann merkte, das geht einfach nicht mehr, das Ding zu langsam ist. Jetzt wurde mir von diversen Leuten geraten, ja, du musst eine externe Festplatte an dein iMac anschließen für Time Machine. Ich so, was ist das? Da wird dann wird ein Backup erstellt. Regelmäßig immer wieder. Das heißt, sobald irgendwie Datenverlust. Ich so, ich habe hier seit 10 Jahren habe ich hier so einen kleinen Tower von Lenovo stehen, mein PC. Ich habe da noch nie Datenverlust gehabt. Wieso redet ihr alle vom Datenverlust? Was habe ich mir da ins Haus geholt? Weißt du, wo mir die Daten verloren gegangen sind? Von den externen Festplatten, die mir abgeraubt So, sind. jetzt habe ich eine externe Festplatte, irgendwie ein Terabyte, an dem MacBook dran. Weil die sagen, das muss dreimal so groß sein wie die Datensumme, die du speichern willst. Das heißt, ein USB-Anschluss ist schon belegt. Belegt. So, jetzt will ich auf diese externe Festplatte meine Bilder auslagern. Geht aber nicht, weil diese komplette Festplatte nur für die Backups da ist. Da kannst du eine zweite anschließen. Das machen wir auch alle. Seit das Ding hat zwei USB-Anschlüsse. Wenn ich da zwei externe Festplatten anschließe, dann habe ich keinen mehr. Ja, da musst du einen Dongle anschließen. Ja, Wir arbeiten alle mit Dongles. Sag mal, seid ihr bescheuert? Wie sieht das denn aus? Ihr stellt euch einen geilen Mac auf euren Schreibtisch, weil der so geil aussieht, und habt dann aber 700 Kabel da rumliegen für die ganzen Peripheriegeräte und die ganzen Dongles. Ich habe jetzt einen Dongle von Anker gekauft. Das Ding hat aber auch nur drei Anschlüsse. Es ist, wisst ihr was, schwierig, schwierig, schwierig. drahtloses Laden und drahtloses iPhone. Ich glaube, es wird wirklich an den konservativen iPhone-Fans scheitern, die sagen, ich brauche aber iTunes, soll ja auch eingestellt werden, ihr Apple-Fans da draußen. Obwohl, das ist ja wirklich Software aus der Hölle, ne? Es Also ist tut mir das leid. nicht der Wahnsinn? Es ist so der Wahnsinn. Und ja, jedenfalls habe ich jetzt hier, ich bin so froh, wenn auf einem Chromebook endlich Photoshop läuft und ein gutes Filmschnittprogramm. Weil man darf ja nicht vergessen, zu so einem Mac, den man sich dann irgendwie kauft, kommen dann nochmal 200 € für Photoshop dazu, dann kommen nochmal 300 € für irgendwie Final Cut dazu. Es ist der Wahnsinn. Du hast ja schon eingangs erwähnt, dass wir
in absehbarer Zeit eine Spezialfolge Ja. für Chromebooks machen werden, weil ich habe jetzt seit knapp einer Woche ein Acer Chromebook hier, ein 14-Zoll-Modell mit Touchscreen, weil ich in diese Chromebook-Welt reinschnuppern will. Und ich muss sagen, ich bin im Moment schwerst beeindruckt, um nicht zu sagen begeistert, was diese Geräte können. Flugmonitor, Flugsimulator ist damit aber nicht, oder? Nee, das geht leider nicht. Ah, heute wieder geflogen und dann. Ich habe zum ersten Mal im Windows 11 diesen Blue Screen of Death zu Gesicht bekommen. Natürlich mitten auf dem Was Flug. hast du gemacht? Wolltest du ein A300 irgendwo auf einer Insel landen? Nee, mit dem Phoenix A320 von Antalya nach Paros fliegen. Und plötzlich macht es alles aus. Blue Screen of Death. Wir müssen die Daten sammeln für den Absturz. Pff, Feierabend, Das ist ne? sogar der MacBook. Das Ding schaltet sich aus und dann sitzt du hier. Bei Windows bekomme ich zumindest eine Benachrichtigung, hier ist ein Einen Fehler schönen blauen aufgetreten. Bildschirm, der mich trotzdem Bei ärgert. Apple wird einfach der Rechner ausgeschaltet und dann musst du, wenn du das Ding dann irgendwann wieder anhast, in diversen Foren nachgucken, bis dir irgendjemand sagt, ja, da ist einfach der Apple, der Mac abgestürzt. Hast du eine externe Festplatte angeschlossen oder wo du einfach da sitzt? Und ihr benachrichtigt nicht mal? Also ich bekomme von Apple keine Benachrichtigung auf dem, sorry, das tat uns jetzt aber leid, bop, bop, bop. Ja gut, da. Nee, du hast einen Blue Screen of Death gehabt. Genau. Und beim Chromebook ist echt spannend. Du packst es aus, die Einrichtung geht super schnell. Im Endeffekt ist es ein Android-Smartphone in groß. Ich habe das direkt mit meinem OnePlus Nord CE verbunden wegen Benachrichtigung und das funktioniert ja echt super genial und fantastisch schnell. Also wirklich, das ist wirklich kein Werbequatsch. Du klappst das Ding auf, es ist da. Und wir reden ja bei dir von Ne? einem, ich glaube, 200 oder 300 € Gerät, ne? 349 € glaube ich Ja. UVP. Ich muss jetzt das genaue Modell mal raussuchen. Ich kann es dir mal gern verlinken. Also ich bin super begeistert. Maus anschließen, völlig problemlos. Externen Monitor anschließen, problemlos. Drucker einrichten, problemlos. Wir haben hier mehrere Drucker stehen. Das ist alles wie vom Windows gewohnt, nur halt eben in sau schnell. Im Moment tue ich noch ein bisschen schwer mit der ganzen Software, die umzuswitchen, weil ich nutze zum Beispiel auf meinem Windows-Laptop Phrase Express, wo ich halt viele Phrasen speichere. Muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Gibt es natürlich auch was für Chromebooks. Ein bisschen Umgewöhnung ist aber auch machbar. Bildbearbeitung dasselbe für die Art und Weise, weil da arbeite ich seit Jahren mit Snagit und da muss ich mir gerade eine Alternative suchen, bin ich gerade ein bisschen am Verzweifeln. Viel mit Watermark, also mit Wasserzeichen. Eine App habe ich auch schon gefunden, funktioniert auch einwandfrei. Also man muss sich nicht viel reinfuchsen und es ist perfekt für viele Menschen oder für alle Menschen, die einfach nur mal ein bisschen rumtippen wollen, ein bisschen surfen wollen. Ich sehe zum Beispiel meine Eltern da oder meine Schwiegereltern, absolut perfekte Zielgruppe dafür, weil sie brauchen keinen Windows-Laptop. Da reicht ein Chromebook vollkommen aus. Und das ist absolut ein geniales Hab Teil. gestern Macht Abend riesig irgendwie Spaß. dann das MacBook zugeschaltet und saß davor und dachte so, oh, das hat im ausgeschalteten Zustand ja genau die richtige Höhe. Hab dann die Tastatur von meinem Lenovo Chromebook abgenommen und hab das MacBook dann praktisch als Displayerhöhung genommen und hab dann YouTube auf meinem Chromebook, das dann ein Tablet war, geschaut und da stand halt, weil das MacBook halt auf so einem Ständer steht. Und das war wirklich die absolute, es war perfekt. Und da dachte ich, ja, so genau kann es gehen. Die wirklich wichtigen Dinge in der Freizeit mache ich dann weiter über mein Chromebook irgendwie. Und wenn ich nicht mehr arbeiten muss, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Ja, dieser Tablet-Mode ist halt auch geil, ne? Klappst um, Tastatur ist abgeschaltet automatisch und du Allein zum nutzt es Video als gucken. Das ist Android-Tablet. so einfach irgendwie Ja, nach, ey, das das Ding ist nach einfach draußen nehmen. super. Du brauchst die Tastatur, hast dann also, wenn du halt rausgehst, also raus meine ich jetzt nicht in Du die hast ein Natur, sondern. Standby automatisch. Genau, du klappst das Ding Ja. irgendwie zu, gehst auf die Terrasse oder auf den Balkon zu deinem Tisch, klappst das Ding auf, drehst es einmal rum, irgendwie bappst es dann als Tablet hin und dann kannst du einen Drink davor stellen und irgendwie Fußball gucken oder Netflix oder was auch immer, YouTube. Genau, und die Benachrichtigungen kommen auf deinen Ja. Androiden. Ne? Da stellen sie das Bild nicht. Ich finde das so genial. Also macht einen Riesenspaß. Und ich bin echt am Überlegen, wenn ich jetzt noch die richtigen Apps finde, die ich noch dazu brauche, wirklich den Umstieg von Windows auf Chromebook zu vollziehen. Jo, das ist doch Schönes Schlusswort, ein ne? schönes Schön Schlusswort. persönlich. Dann werden wir aber tatsächlich demnächst mal, weil es gibt da ja auch ganz, ganz viel zu wissen und es gibt unterschiedlichste Geräte. Also jeder, der irgendwie glaubt, ja, sind 300 € geht, ihr könnt auch 1.300 für ein Chromebook ausgeben. Geht auch. Ne? Du bist ja der Fachmann für, ich bin wirklich hier der Otto Normalkunde, der sich damit jetzt beschäftigt und reinarbeitet und du mit deiner Expertise und Wir gehen Erfahrung dann haben wir natürlich dann auch ein Stück uns weiter. perfekt Vor 7, ergänzen. 8 Jahren war es im Endeffekt nichts anderes als ein Rechner, in dem ein Browser installiert war. Mittlerweile haben wir Festplatten da drin. Wir haben die großen Intel-Prozessoren, die da drin laufen. Es sind erwachsene Laptops Wenn geworden. ich da tatsächlich dann sehe, was die Dinger heutzutage leisten
Und wir wissen, dass die ersten Betas von Steam darauf laufen. Und am Ende des Tages, Peter, ist das ein Linux-Gerät. Das heißt, wenn du dich da ein bisschen reinfuchst, kannst du eigentlich jedes Linux-Programm auf dem Ding laufen lassen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da gibt es nämlich so irgendwie Derivate von Snagit wohl, die dann da über Linux, aber das ist mir zu kompliziert, muss ich echt zugeben. Das ist ein Das ist absolut Schalter. nicht meine Welt. Ich kann dir, es gibt da wirklich gute Seiten, wo FAQs drauf sind. Genau, die werden wir dann alle verlinken. Du wirst dann da eine schöne Liste als Hausaufgabe zusammenstellen mit allen wichtigen Links, die ja wichtig nötig sind, um Menschen wie mich da reinzubringen in diese Welt, weil die ist so riesig groß und Und fantastisch natürlich und. wird man wird das Google Pixel perfekt mit dem Chrome. Ich hatte das Pixel 6 und das hat perfekten, also die Zusammenarbeit mit dem Chromebook war geil, aber natürlich wird auch das Nothing hervorragend damit zusammenarbeiten. Und damit kommen wir jetzt noch, oh, 70 Minuten schon zum Schluss unserer heutigen Genau, wird Folge, Zeit. denn es ist Freitagabend und ich will noch ein klein wenig die Sonne genießen. Also gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen. Vierte Impfung ist hoffentlich für alle bald Pflicht und da freue ich mich drauf. Ciao. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht was. Viel Spaß beim was vorhabt. Genau. Und wir sehen uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's Ciao, gut. ciao. Tschüss.